Herzlich willkommen bei unserem neuen Video der Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über Holzkohlegrills sprechen. Genauer gesagt, stellen wir uns der Frage, welche Grills von Experten für gut befunden werden. Unser Ziel ist es, euch alle relevanten Informationen zu diesem Thema näher zu bringen. Möchte man nicht auf das typische Raucharoma verzichten, kommt nur ein Holzkohlegrill beim Grillen in Frage. Auch Puristen fühlen sich mit einem solchen Gerät wohl, denn oft sind eine Ablagefläche, ein Thermometer und ein Deckel, zum Beispiel bei Kugelgrills, die einzigen Ausstattungsteile. Holzkohlegrills gibt es in verschiedenen Ausführungen. Man hat zum Beispiel die Wahl zwischen einem Säulen- oder Kugelgrill sowie einem Smoker. Besonders vorteilhaft ist, dass der Holzkohlegrill ganz ohne zusätzliche Energiequellen auskommt. Er eignet sich ideal fürs Camping und für unterwegs. Wir haben in der Beschreibung regelmäßig für euch den aktuellen besten Preis für ein Produkt wie in unserem Video verlinkt. Schaut gerne rein, wenn ihr ein bisschen sparen wollt. Alternativ haben wir in der Infobox noch weitere Informationen zum aktuellen Thema bereitgestellt. Falls euch das Thema also interessiert, könnt ihr dort gerne reinschauen. Da es so viele verschiedene Arten von Holzkohlegrills gibt, stellen wir euch heute 3 verschiedene Arten vor und achten dabei auf die Kundenbewertungen und Erfahrungsberichte. Die erste Art ist der Kugelgrill. Der Kugelgrill ist sehr beliebt. Diesen Holzkohlegrill gibt es in unterschiedlichen Größen. Sie reichen vom portablen, kleinen Holzkohlegrill bis hin zum großen Standgrill mit XXL-Grillfläche. Eine Belastung des Grillguts mit PAK und möglichen anderen Schadsubstanzen lässt sich vermeiden, wenn so wenig Fett und Öl wie möglich in die Glut tropft. Eine Lösung: das indirekte Grillen mit einem Kugelgrill. Hier brutzelt das Gargut bei mittlerer bis hoher Temperatur unter geschlossenem Deckel. Steaks oder Würstchen liegen versetzt über der Hitzequelle. Das Fett tropft nicht in die Glut, sondern in eine Auffangschale darunter. Da das Öl nicht in die Glut tropft, entsteht auch weniger Rauch. Die Innenseite der Deckelwölbung in einem Kugelgrill reflektiert die aufsteigende Hitze, die im optimalen Fall, wie in einem Umluftherd, gleichmäßig das Gargut umströmt. Ein Wenden des Grillguts ist also nicht nötig. Unser empfohlenes Produkt für den Kugelgrill ist der Holzkugelgrill Nummer 1 Bella F50 der Marke Rössle. Dieser kommt mit einer extra großen Grillfläche und einem Grillraum mit einem Durchmesser von 50 cm. Der hohe Deckel für den großen Garraum bietet ausreichend Platz auch für Aufsätze. Die 80 cm Arbeitshöhe bietet genug Platz für ein angenehmes Grillen. Die Lüftung des Grills bietet eine einfache Steuerung der Temperatur mit einem Hebel und der Deckel muss durch eingebaute Scharniere nicht mehr abgelegt werden. So wird ein schnelles Öffnen und Schließen des Deckels mit nur einer Hand garantiert. Das große Deckelthermometer zeigt die Gradzahl in Celsius und Fahrenheit an. Die stabilen Räder garantieren einen sicheren Transport und die Kombination aus einem Aluminiumrahmen und einer Grillkugel aus Porzellan mailierten Stahl vervollständigt einen Rundumkomfort. Nicht nur den Käufern gefällt der Grill wegen seiner leichten Bedienung, der leichten Reinigung und guten Qualität, sondern auch der Ökotest spricht für dieses Modell eine gute Note aus. Da mehrere Anbieter auf dem Markt dieses Produkt anbieten, haben wir euch das preisgünstige zum Zeitpunkt unserer Recherche herausgesucht. Schaut daher gerne in die Infobox, um zu diesem Produkt zu gelangen. Das zweite Modell ist der Säulengrill. Bei dieser Art steht die nutzbare Grillfläche auf einer Säule, die wie ein Schornstein funktioniert und den Luftzug begünstigt. Dieser Typ Holzkohlegrill mit Aktivbelüftung sorgt für eine extrem kurze Anheizphase und macht spezielle Anzündkamine unnötig. Manch einen Säulengrill erhält man ebenfalls mit einem Deckel. Wochenendgriller, die nur gelegentlich die Holzkohle anfachen, um mit Freunden und Bekannten ein paar Schnitzel und Würstchen auf den Rost legen und die Beine hochlegen möchten, hadern oft damit, ob es für diese gelegentlichen Freuden wirklich unbedingt ein Grill im dreistelligen Bereich her muss. Die Antwort heißt in vielen Fällen nein. Denn Modelle wie etwa der Pisa Säulengrill aus dem Hause Activa tun es für diese Zwecke genau so. Solide verarbeitet und standsicher bietet der Säulengrill aus Edelstahl ausreichend Grillfläche für Kleingruppen. Die Ausstattung ist nicht sonderlich spektakulär, was allerdings für einen Säulengrill auch keine Notwendigkeit darstellt. Am wichtigsten ist natürlich die namensgebende Säule,
da ihr die Aufgabe zukommt, den sogenannten Kamineffekt zu erzeugen, damit die Kohle möglichst rasch und vor allem gleichmäßig durchglüht. Genau das scheint beim Aktiva der Fall zu sein, wie zahlreiche erfreute Kunden berichten. Von verschiedenen Testseiten wird jedoch betont, dass jeder, der diesen Grill fast dauerhaft verwenden möchte, lieber die Finger davon lassen sollte, denn dafür ist weder das Material noch die Gesamtkonstruktion ausgelegt. Unser letzter Holzkohlegrill ist der Smoker. Der Smoker arbeitet etwas anders als seine Holzkohlegrill-Kollegen. Dieser Grill trennt die Feuerbox und die Rauchkammer voneinander. Infolgedessen entstehen niedrige Temperaturen und gegart wird lediglich durch den entstehenden Rauch. Insbesondere Grillgut, das eine lange Garzeit benötigt, ist ideal für den Smoker geeignet. Als Beispiel lassen sich hier Spare Ribs oder Pulled Pork nennen. Ein Exemplar wie dieses ist der Taino Hero Barbecue Smoker. Dieser Smoker ist nicht nur optisch ein Hingucker, er bietet auch mehrere Optionen für Grillabende. So kann neben dem klassischen Holzkohlebrutzeln auch der Deckel geschlossen werden und indirekt gegrillt bzw. geräuchert werden. Besonders bequem ist die Höhenverstellung des Kohlerostes. Durch eine eingebaute Kurbel kann man leicht und selbst entscheiden, wie nah man das Grillgut am Feuer haben möchte. Zusätzlich regelt man die Luftzufuhr an den beiden seitlich angebrachten Ventilen. Auch ein Grillbesteck ist gedacht. Seitlich sind jeweils 4 Haken angebracht und die Seitentische können aufgeklappt werden. Unter dem Grill steht ebenfalls eine Ablagefläche zur Verfügung. Dank der leichtgängigen und breiten Räder transportiert man den 24 Kilogramm schweren Taino bequem zum Einsatzort. Wenn man noch mehr Grillfläche brauchen sollte, gibt es das gleiche Modell auch in der XXL-Ausführung. Für Käufer ist der Grill nahezu durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt. Insgesamt macht der Grill einen guten, stabilen und robusten Eindruck und die emaillierten Grillroster lassen sich ohne Schrubben oder Kratzen super reinigen. Auch auf verschiedenen Testseiten wird der Grill gelobt und als gutes Einsteigermodell empfohlen. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Überblick über die Holzkohlegrills verschaffen konnten und euch einige Tipps geholfen haben. Falls ihr selbst schon Erfahrungen mit einem dieser Grills gesammelt habt, schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Interesse habt, euch auch einen der Grills zuzulegen, solltet ihr euch im Vorfeld regelmäßig über verschiedene Preise informieren und sie miteinander vergleichen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da. Damit verpasst ihr in Zukunft keins unserer Videos mehr. Wir hoffen, euch noch einmal begrüßen zu können.